immer gerne irgendwie gemahlen. Und es spannt mich sehr. Und du bemalst alles, also nicht nur Blumentöpfe, sondern Häuserwände? Das noch nicht. Aber vielleicht bald, wer weiß. Dein Kunstwerk? Mein Kunstwerk? Es ist kein Kunstwerk, es ist mein Hobby. Also, ich bin hier bei Xenia Zetschewitsch, Geigerin des DSO. So. Du weißt ja wahrscheinlich nicht, was das ist. Nee. Es sieht nach Kaffeemaschine. Ich habe mir sagen lassen oder gehört, dass du gerne Süßigkeiten magst. Oh ja. Und das ist eine Zuckerwattenmaschine. Echt? Wir werden Zuckerwatte machen. Xenia, erzähl mal ein bisschen. Wie kommst du zur Geige? Zum Beispiel. Ich meine, also man ist ja nicht irgendwie einfach Geigerin vom DSO. Du bist erstens sehr jung und zweitens ist es ein Spitzenorchester. Hast du deine Kindheit geopfert? Muss man so fragen. Also du wirkst nicht so. Nein. Nein, aber... Ich hatte Zeit für alles. Mhm. Meine Mutter ist oder war jetzt Geigelehrerin und sie hat die Begabung bei mir geschätzt. Und ich glaube, das war mein Anfang. Also sie, das heißt, ich sie mich war nicht deine erste Lehrerin? Nee, eigentlich nicht. Aha. Aus pädagogischen Gründen hat sie mich zu einer anderen Lehrerin geschickt. Aber ups. Aber so habe ich angefangen einfach. Und dann war alles natürlich. Und schon ganz früh, oder was, als richtig kleines Ja, Kind, ich war fast 6 Jahre alt. Aber du hast schon immer noch eine relativ enge Verbindung zu Belgrad. Also das heißt, du fährst, weiß nicht, einmal im Jahr dahin oder alle 2 Jahre? Öfter. Oder? Öfter? Ja? Als 2-mal. Echt? Ja. Also hast du auch viele Freunde da? 3 bis 4 Mal. Ja? Ich habe viele Freunde. Obwohl hier habe ich, glaube ich, noch mehr Freunde. Okay. Als dort. Ja, ich bin hier fast 10 Jahre in Berlin. Ich habe ganze Familie noch dort. Also das heißt Eltern und meine Schwester. Mhm. Und wir sind sehr eng. Und ja, ich mag dort sein auch. Prenzlauer, hast du das ausgesucht? Eigentlich bewusst? Ja. Bewusst. Also, obwohl das so weit weg von unserem Proberaum ist. Also Charlottenburg wäre für dich jetzt erstmal nicht in Frage gekommen? Überhaupt nicht. Dein Lebensgefühl ist Prenzlauer Berg. Genau. Und, aber du bist ja, hast du vorhin gesagt, auch häufiger noch in Belgrad. Wenn du das mal vergleichst, die beiden Städte, kann man das überhaupt vergleichen? Welche Stadt inspiriert dich mehr? Auf jeden Fall Berlin. Aber Belgrad ist auch eine große, sehr interessante und lebendige Stadt. Du hast eigentlich eine schöne Kindheit gehabt, oder? Ja. Also finde ich. Ja. Ja, ich hatte eine schöne Kindheit. Also habe alle auch vieles erlebt, muss ich sagen. Aber ich glaube, dadurch bin ich reicher geworden. Also Krieg eigentlich, ne? Auch. Ja, das auch. Und wie alt warst du denn, als Krieg dann war? Oder? Moment, ja, es gab verschiedene Kriege bei uns. Mhm. Also das erste war so um 90, 91. Aber da haben wir in Belgrad nicht viel miterlebt. Und der einzige, wo richtig die Stadt bombardiert wurde, war 99. Mhm. Also im Frühling. Und da war ich die ganze Zeit in Belgrad. Mit meiner ganzen Familie und so. Meinst du, dass ein Teil deiner Bescheidenheit auch damit zusammenhängt? Nee, so bin ich geboren, glaube ich. Weil ich war auch davor so. Ich mag keine Streiterei. Ich bin ein sehr harmonischer Mensch. Oder versuche zumindest. Mhm. Ja. Und das ist sehr wichtig, so eine große Gruppe. Sogar eben kleine Gruppe wie meine Gruppe. In der Streichergruppe dann meinst du oder was? Oder Geigergruppe. Mhm, okay. Mhm. Hauptsache positiv, positive Atmosphäre, das ist sehr wichtig. Gab es Probezeit bei dir dann auch? Klar. Ja? Ein Jahr oder was dann, ja? Nee, bei mir war ein bisschen kürzer, also 4 Monate. Okay. Und das war jetzt auch nicht mit Kopfschmerzen verbunden und totalem Druck und so? Meine Theorie ist, du bist am Probejahr, wie du bist. Wenn du da passt, gut. Wenn du nicht passt, dann das war's. Ja.
Weil viele verändern sich nach Covid, ja. Also zeigen ein eigentliches Gesicht. Und ja. Das finde ich blödsinnig, weil da musst du dann lebenslang sitzen. Da muss ich halt plötzlich anders. Ja. Plötzlich nicht so nett. Und ja. So. Ich, entweder bist du nett oder bist du nicht nett. Ja. Ich würde mir wünschen, dass die Leute weniger nach Geld suchen und wollen. Ja, Macht gehört auch dazu. Das sind alle, meiner Meinung nach, sehr gefährliche Punkte. Ja, einfach locker werden, das Leben mehr genießen und das Leben machen schon nur die Kleinigkeiten. Oder meistens die Kleinigkeit. Das Leben besteht aus Kleinigkeiten auch. Und das ist hier wieder die Redbox. Oh, wow. Was könnte das sein? Hase. Ich habe gehört, dass dein Nachname was damit zu tun hat. Setz oder was? Setz ist Setz. Hase. Wow, geil. Super. Es ist Horoskop für diese Woche. Diese Woche sollten Sie schon einmal mit Flirten beginnen. Ja. Kein Kommentar. Vielleicht stürzen Sie sich ja auch Hals über Kopf in ein Abenteuer. Mm. Können Sie alles machen, aber der Traumpartner wird Ihnen noch nicht begegnen. Das weiß ich schon. Genießen Sie Ihre Unabhängigkeit noch ein wenig. Letzter Satz ist der beste. Das ist sehr schön. Xenia Setschewitsch, Geigerin vom DSO. Dankeschön für den schönen Tag. Viel erfahren. Danke. Und ich hoffe, bis bald. Ich hoffe auch.